sollen hier unten durchaus große Geschichte haben. Ja. Also genau, der Plan hier auch war ja schon gut, haben wir gesagt, ey, eine Postfilm. Hier sind ja praktisch mehrere Straßenverbindungen völlig überbaut worden. Und was man auf alle Fälle machen kann, also die Pelzerstraße, das ist die Straße, die hier geradeaus geht, die trifft hier wieder auf die Knochenhauer Straße. Wenn man hier über ein Konzept nachdenkt, kann man den historischen Stadtgrundriss mindestens nochmal angucken. Und das ist die Erfahrung auch aus anderen Städten, wenn man wirklich etwas machen will, um so Verbindungen und auch Fußläufigkeit, auch Bewegungen Richtung Fluss, das können wir auch gerne nochmal am Kontorhaus besprechen. Wenn man das besser machen will, sind historische Straßenräume Gold wert, ja. Weil das sind immer die Verbindungen gewesen. Das ist also eins. Und dann das Gleiche betrifft die Bürgermeister-Smith-Straße und das Gleiche betrifft auch die Martini-Straße und die Domzeile. Es gibt ja in Bremen, das ist jetzt meine Behauptung, sehr viele Verkehrsplaner und sehr viele Fußballtrainer. Wenn das gelingt, sozusagen aus diesem hässlichen Entlein wirklich ein gutes, interessantes Geschäftshaus zu machen, wo unten Geschäfte drin sind, ja. Und Büros, und das soll ja auch kombiniert werden mit Wohnungen, mhm. Und auch mit sehr speziellen Wohnungen, kann das ein ganz interessanter Impuls sein. Das ist die Straße, die man sich echt als Boulevard wünscht, ja, und ja. Nicht als blöde, fette Straße. Ne? Und sie ist auch eigentlich ein bisschen überdimensioniert. Und alle diskutieren immer, muss irgendwie gut. Das ist diese Schneise, die in den 50er und 60er Jahren geschlagen wurde. Was ja wirklich interessant ist, jetzt einmal hier rumzulaufen, man geht da nicht. Ne? Aber eigentlich, wenn diese ganzen Räume, die wir jetzt benutzt haben, wenn die interessantere Adressen sind, ja. Wenn da auch Leute wohnen, würde man doch hier auch zu Fuß rumlaufen. Ne? Man muss sich einfach an der Stelle einmal ein paar weniger exaltierte Autos vorstellen und ein paar anders organisierte Fußgängerströme. Wenn einfach an der Stelle eine Straßenbahnhaltestelle wäre. Und dann wäre das ein Platz, wo mehr, sagen wir mal, auch Fußgänger, Radfahrer so selbst oder gleichberechtigt sich einfach auch mit Autos bewegen. Das kriegt man auch mit einer Verkehrsregelung hin. Und die Frage ist ja auch, was wird aus der Martini-Straße? Die ist ja eigentlich das Relikt dieser Verkehrsplanung aus den 60er Jahren. Die ist wichtig für diese ganze Erreichbarkeit. Es gibt aber eben auch großräumige Alternativen und sie ist aber gleichzeitig eine Barriere der Innenstadt an die Schlachte. Also wenn Sie über die nächsten Jahre sprechen, muss man die Weichen stellen für das, was in den nächsten Jahren passieren soll. Und da geht es schon um die Mitte, Areal, Parkhaus, Mitte mit all diesen Themen. Da gehört dann einfach auch der Leuthof dazu, die Verknüpfung zur Knochenhauer Straße und so weiter. Und der zweite Baustein ist tatsächlich das Sparkassenareal mit dem Brill und mit der Bürgermeister-Smith-Straße. Also da muss man irgendwie die Dinge auf den Weg bringen in den nächsten Jahren.